Willkommen zurück zu Let's Play Kid Icarus Uprising. Okay, die Gleitschiene ist ein bisschen im Arsch. Das hören wir doch gerne. Ach ja, wir haben übrigens immer noch unsere Mega Speed Clown hier. Was zur Hölle? Die Gleitschiene ist echt voll eckig. Frag mich, wer unser Boss ist. Frag ich mich gerade echt. Das ist eine große Frage. Aber sonst würde ich mir ja nicht fragen. Ich meine, es wäre. Boah, jetzt reicht's aber, du fettes Drecksvieh. Alter. Kollege, musst du auf? Oh nein, ich will was zu essen. Na gut, Teilgenesung, das tut's auch erstmal. Na gut, was haben wir denn hier? Ein Pixelrolle. Der Soundtrack begeistert mich irgendwie nicht. Ja, die Gleitschiene auch nicht. Ist voll im Arsch. Eiscreme, juhu, das sehen wir doch gerne. So, einen Moment. Ist da was? Nichts. Gut, und weiter. Auch wenn die Gleitschiene wieder mal im Arsch ist. Weil hier irgendwie alles so geeckt und gepixelt ist, dass Palutena das nicht richtig hinsetzen konnte anscheinend. Naja, was ist auch jetzt egal. Passt hier eh viel besser rein, so. Auch wenn sie voll verkrüppelt ist. Ich gucke einfach in die Richtung, wo ich hin will. Hey, wir sind gleich auf einem ultimativen Generatorturm oder was das darstellen soll. Geil, eine Sprungbombe! Okay, stirbt durch die Sprungbombe. Naja, eigentlich können die nicht dadurch sterben, aber ich kann mich damit wegkatapultieren. Ich wollte da gar nicht rein. Der Drecksack hat mich reingeworfen. Nein. Na egal. Ich glaube, in diesem Part werde ich dann auch mal das Wagen-Power-Up verwenden. Scheiße. Naja, komm, 5,7, das ist noch ein anständiges Level. Damit schaffe ich dann auch den Boss. Und ich will sowieso das Wage-Power-Up noch verwenden und dazu brauche ich, glaube ich, viel Energie. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Underworld Army ist aber die schwächste von allen Mächten. I do my best. Andrews won't have his way with me. Würde Fox sagen, aber wir sind nicht Fox, wir sind Pit und das ist egal, weil wir können beide einen Barrel rollen. Ja, jetzt habe ich den Witz nicht verstanden, aber ihr habt es ja gelesen. Gut, das ist nix. Ich
Muss mich auch mal immer ein bisschen umgucken. Okay. Du Drecksvieh. Nein, hör auf, so viel hintereinander zu ballern. Ich jump jetzt immer hin und her, du kannst mich nicht mehr treffen. Ach, das war das auch von vorhin. Dieses Scheißteil. Scheißteil! Was ist jetzt los? Och nein, jetzt kommt der Boss. Was ist das denn für ein geiler Generator? So. Jetzt habe ich die Waage Power-Up-Sache veraktiviert und wenn ich jetzt Schaden einstecke, werden wir sehen, was damit ist. Okay, meine Angriffe werden stärker, je öfter ich getroffen werde. Ja, das ist dann die Fähigkeit des Waage Power-Ups. Ich setze nochmal ein. Ach nein, das ist jetzt super Shit, oder? Ach nee, das Waage Power-Up habe ich noch verwendet. Das war gerade das andere, das ist eine Ausweich-Power. Ach, das ist alles so verwirrend. Jetzt ist aber Waage auf. Nee, das war das. Ich weiß nicht, was ich abschießen muss. Was ist denn jetzt? Ah. Okay, das Waage Power-Up hat sich doch gelohnt. Tja, mein Sternzeichen kann's halt. Oder so. Ich glaube trotzdem, dass wir dadurch Schaden bekommen haben. Aber egal. Hat sich ja dennoch gelohnt. Wir müssen jetzt diese ganze Spezies auch noch bekämpfen. Hoffentlich haben wir sie jetzt endlich platt gemacht. Pyron! Pyron, du bist einfach der Coolste. Oh Mann. Oh Mann, gut. Auch heute wieder hier super gearbeitet. Dreikeckmack oder so. Toll. Was ist die nächste Schlacht? Das Aurum-Nest. Na, das ist dann aber hoffentlich das letzte von diesem scheiß Aurum. Na, war klar, wir haben es nicht perfekt geschafft, aber ich habe ja in meinem Bus genügend Zeit vor der Schule und nach der Schule. Ja. Kann ich noch irgendwas Billiges kaufen, wie sonst immer? Ja, geht. Gut. Der Part war jetzt ein bisschen kürzer als der letzte. Und zwar deutlich sogar. Nicht nur ein bisschen. Ein bisschen, aber sogar deutlich, genau. Kombiniere noch ein bisschen Phönixarm, sehr interessant auch. Kann man auch schön kombinieren. Das sieht auch mal cool aus. Kugelhagelklinge. Hm. Nein, das lohnt sich nicht. Ich hätte mich fast vertan. Gut. Für Herzen haben wir jetzt ja auch gut, passt. Es ist mehr als vorher, glaube ich. Also hat sich letztendlich gelohnt. Gut. Haben wir jetzt eigentlich dieses furchtbare Digitalteil? Ja, haben wir auch in unserer Sammlung. Ja gut, das war jetzt wieder mal ein Doppelpaar. Also es sind eigentlich immer zwei Parts, die für ein Level zusammengehören. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und schenkt mir was zum Geburtstag. Wenn er denn mal da ist. Irgendwie. Mal schauen, der wievielte ist heute? 5. September, das heißt noch 45 Tage, glaube ich. Finde ich gut. 20.10., ne? Waage und so. Ja. Also, würde ich sagen, das war's. Das ist voll kein Lied, dieses komische, mysteriöse Angreifer. Ich nehme was anderes. Ja gut, bis dann. Ciao, Eule und Zorro, sag ich dann gleich mal, denke ich. Ich
denke, ihr merkt es, ich zögere das Ganze noch ein bisschen hinaus. Jetzt haben wir ja schon 10 Minuten. Dank meiner Hinauszögerungskünste. Tja, mal schauen, was könnte ich noch machen in der Zeit jetzt. Wir gucken uns nochmal kurz irgendwie was an. Obwohl Sammlung, da gab es hier Mosaik. Ja, wir haben schon einiges. Im Mosaik. Ob es noch ein zweites gibt? Wehe. Schatzsuche nehmen wir mal. So, Viridis Schatzsuche. Wir gehen mal kurz runter. Da haben wir bisher so viel. Da habe ich irgendwie auch schon alle Federn verwendet, habe ich das Gefühl. Okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich glaube, die wurden automatisch verwendet. Oder habe ich alle auf einmal bekommen und dann alle verwendet? Naja. Nein, es gibt ja noch ein zweites. Wir haben jetzt zwei. Einmal die Riri-Schatzsuche und einmal Palutenas. Und da haben wir schon... Ja, wir haben eine neue Feder, wir haben eine neue Feder. Geil. Kann ich die irgendwo setzen? Irgendwas Unschaffbares nehme ich am besten. Das ist fast unschaffbar, das Thanatos im Notfallzustand. Das mache ich. Das versuche ich schon ewig. Finsternis Level 1 erhalten. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben das jetzt erhalten. Finsternis, was bringt genau Finsternis? Ja, wir haben wirklich was Neues erhalten, und zwar Pits Hüfte. Naja. Ach ja, ihr seht ja immer noch unten hier. Dann würde ich sagen, war's das soweit? Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort, bitte auf meiner Website, haha, oder einfach doch nicht und schreibt mir auf dem Kanal oder schreibt mir per EWN oder Kommentar. Ich wollte jetzt nur mal auf die Website hinweisen, weil ich da jetzt eine Verlinkung für alle Playlists vorgenommen habe von den jeweiligen abgeschlossenen und laufenden Projekten. Das war vielleicht eine Arbeit, naja, es wird ja noch mehr. Let's Playen ist kein leichtes Hobby, aber es macht Spaß und man kommt irgendwie nicht mehr davon los. Es ist so eine gewisse Art Sucht. Also ihr müsst euch das vorstellen, Raucher rauchen ein paar Zigaretten. Wehe ihr raucht, ne? Dann könnt ihr gleich abschalten hier. Okay, ich hasse nämlich Raucher seit dem Frankreich-Urlaub, weil etwa 50% der französischen Population irgendwie Raucher zu sein scheinen und die stinken einen dann die ganze Zeit voll. Jedenfalls, Raucher rauchen ein paar Zigaretten und... dann sind sie süchtig danach und können nicht mehr ohne. Sie müssen dann ständig rauchen, wenn sie Zeit dazu haben oder hobbylos sind oder ähnliches. Und bei Let's Play ist es so, man Let's Play so ein bisschen und dann am Anfang kann man nicht Let's Play, weil man einfach schlecht kommentieren kann. Dann immer besser wird man dann beim Kommentieren und labert dann eigentlich nur noch irgendwann. Und dann zockt man ganz normal, will ganz normal konzentriert zocken und labert dabei. Das sieht man ganz gut an dem, was ich Anfang Oktober veröffentlichen werde. Dieses Challenge-Video von an Ekusare von Super Mario Galaxy 2. Der Mihawk 288 hat es schon gesehen. Aus Versehen. Aber egal. Das bleibt unter uns. Erwähnt werden. So. Und ja. Ich komme jedenfalls nicht mehr los vom Let's Play. Das ist krank. Also in diesem Challenge-Video habe ich immer versucht, mich zu konzentrieren und ohne Kommentieren das Ganze zu machen. Aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Das ist schon heftig. Ach ja, ich werde nichts mehr Palutena opfern, weil ich das gelesen habe, dass... Ui, wir haben aber schon voll viel eigentlich. Naja, ich würde sie zwar gerne noch näher ranholen und so, aber ich habe gelesen, dass es wirklich überhaupt nichts bringt, die da nah ranzuholen und so. Ja, es gibt da natürlich immer Theorien wie, ja, wenn du 1 Milliarde opferst, dann steht sie da nackt oder so. Aber ich denke... so viel werde ich in meinem ganzen Leben nicht dieses Spiel zocken, dass das hinkommen würde. Von daher.
Es sei denn, ich gehe mal irgendwie auf die Gamescom und treffe da so viele Leute, die das Spiel haben, dass ich so viele Waffenjuwelen kriege und die kann ich dann alle in Herzen umwandeln, weil die so mächtig sind und dann habe ich voll viele Herzen und dann mache ich den. Nee. Dann zeige ich die erstmal alle. Naja, also, Schwachsinn haben wir jetzt hier. Genug gemacht. Sagen wir mal, wir sind nicht. Palutena hat ja auch Gutes getan in diesem Part, also kriegt sie ein Herz. Ja, sie ist einen Schritt vorangegangen, geil. So, allerdings ist der Schritt so klein, das merkt man gar nicht. Gut. Das war's dann von mir. Der Part ist jetzt genauso lang wie der letzte. Dank meiner unglaublichen Laberkunst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles gesagt habe, was ich sagen wollte, aber das Ganze war sowieso nur zum Zeitüberspringen. Von daher ist es auch sinnlos, jetzt noch weiter darüber zu reden. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Lanz Zorro. Bis dann.